So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Pop Solid. Wir fackeln jetzt gar nicht lange, wir sind das letzte Mal verreckt in diesen wunderschönen überfluteten Tunneln. Wir machen da jetzt einfach weiter. So, was heißt wir, ich, ne? Kack Noobs immer. Versuchen dann hier eine Gesamtschuld zu erzeugen. Und sich so aus der Affäre zu ziehen. Kirsche, genau. Wunderbar. Da oben müsste eigentlich noch so ein Typ hier rumgammeln. Ja, komm. Das ist so ein Granatentypi. Ah! Naja. Das war noch so ein Granatentypi und der hat eine Kirsche getroppt. Eine Kirsche, die ich gerade überhaupt nicht brauche. Aber eher vielleicht. Ja, egal. Ich habe diese auf. Boah, der Wichser schon wieder. Ah, habe ich gerade den Wichser gesagt? Ich meinte natürlich Wichser. Die Nase schon wieder, genau, die Nase. Apropos die Nase hat bei mir vorher gejuckt, deswegen habe ich die Aufnahme abgebrochen. Eigentlich habe ich schon eine andere Aufnahme angefangen. Aber ja, und jetzt juckt gerade meine Ohrmuschel, das ist unglaublich, ey, was mir heute alles juckt. Juckt sich. Ja, logisch juckt es mich. Odele. Jetztle. Und so weiterle. Ah, da drüben gibt es wieder diesen Lasertypi, den wir jetzt ausknipsen. Tut mir leid. Wir sind voll auf den. Oh. Auf den Eumel. Aber er ist tot, oder? Ich hoffe es doch. Kirschen? Nein. Aber hier, 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 hier. Ah, ja. Da sind schon wieder so ätzende Spinnen. Ich habe den einmal abgeknallt und den 3-Hit-Kombo. Das ist ja mal cool. Schon wieder. Treffen sie mich nicht. Sehr schön. Bei dem gibt es jetzt keine 3-Hit-Kombo. Das ist einmal seltsam. Au! Du Schwein, was fällt dir ein? Kannst mir doch nicht einfach abknallen. Ihr mich auch nicht. Ich habe zwei Gesundheit verloren, das gibt's ja gar nicht. Oh nein. 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 Ich habe Maschinengewehr eingesammelt. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ach ja. Offensichtlich sehr. So, und damit fange ich erstmal die erste Flutung an, glaube ich. Genau. So. Ach, Kirsche, Kirsche. Kirsche. Ja, das war ja mal gut. Wegen mir kannst du dich ruhig öfters in die Luft jagen. Warum hat er sich jetzt in die Luft gejagt? Vermutlich. Haha, da hinten jedenfalls, da gab es ja diese lustige Falle, da fallen wir nicht wieder rein. Nicht nochmal drauf rein. So.
Dann müsste ja jetzt hier unten der Eingang offen sein. Und... genau. Ich Postman Plot retten. Postman Plot ist gerettet. Ich muss hier auf den Lift, damit ich hier wieder rauskomme. Finde ich aber schön, dass die Gegner verrecken, wenn sie unter Wasser versuchen, ihre Waffen abzufeuern. So, ich habe noch immer eine leichte... juckige Nase. Pistole, Pistole. Oh, nächste Pistole. Eine leicht juckige Nase. So, Dille. Da gehen wir doch mal gucken. Ah, ja. Da hinten. Letztes Mal habe ich mich doch gefragt, wo ich diesen uralten Schlüssel verwenden soll. Den sollte ich da verwenden. Jetzt weiß ich es wieder. Ha! Wieso habe ich ihn das letztes Mal nicht gewusst? Ach, ich habe ja schon wieder keine Waffe. Also, ich habe schon eine Waffe, aber eine Waffe, die ich nicht unter Wasser abfeuern kann. Zum Glück explodiere ich dann dabei nicht. So. Sid, den Sexisten habe ich befreit. Und ich krieg nochmal einen. Lagen hier nicht irgendwo auch so Scherben rum? Ich bin der Meinung, das letzte Mal habe ich hier Scherben eingesammelt. Ja, den kann ich nicht retten. Sid, der Sexist. Ja, ja. Sexismus. So, fange ich jetzt an, über Sexismus zu philosophieren? Ich glaube nicht. Vale. Vale. Granatenspinne. Ah, Maschinengewehr. Sah fast aus wie etwas anderes. Vale. Ja, hängt immer davon ab, ich meine. Heute wird ja vieles als Sexismus bezeichnet, was gar kein Sexismus ist. Also Sexismus an und für sich bedeutet ja eigentlich die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das ist, was der Begriff Sexismus eigentlich ausdrücken will. Dass jemand aufgrund... also ein Sexist ist ein Mensch, der andere aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Und, an und für sich ist es erstmal ja nichts Schlechtes. Das ist erstmal deswegen nichts Schlechtes, weil wir sowas tagtäglich machen. Also ich zum Beispiel, ich diskriminiere tagtäglich Männer. Einfach, weil ich... nun mal meine sexuelle Neigung eher... tja, wie formuliere ich das? Hui. Ja, meine sexuelle Neigung ist natürlich eher heterosexuell und deswegen... ja, genau, renn rein. Deswegen diskriminiere ich Männer, weil ich ihnen quasi gar nicht die Möglichkeit gebe, mit mir in eine Beziehung zu gehen. Oh. Wieso mache ich denn den schon? Ah. Ah, da unten, da unten. Kirsche, 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 Kirsche. Ah. Das ist immer das, wenn man es einer Hand macht. Genau. Jedenfalls ist es genau genommen eigentlich auch schon eine Form von Sexismus. Worauf Sexist natürlich eigentlich abzielt, ist mehr so, du bist eine Frau, deswegen stelle ich dich nicht ein oder sowas. Das ist natürlich fatal, das ist natürlich grauenvoll, aber an und für sich sind wir alle Sexisten, weil es gibt Leute, die stehen auf Männer, es gibt Leute, die stehen auf Frauen und das ist eigentlich genau genommen auch schon eine Form von Sexismus. So. Wieso lasse ich mich darüber jetzt eigentlich aus? Ja, genau, weil ich irgendeinen Sexisten gerettet habe. Und ich weiß gar nicht, was für ein Sexist das war. Das interessiert mich, glaube ich, auch gar nicht so. Ich wollte jetzt einfach mal hier hochphilosophisch sein.
Ja. So. Und ich meine, viele Dinge, die einem ja als Sexist vorgeworfen werden, die sind eigentlich gar nicht sexistisch, sondern die sind einfach natürlich. Und zum Beispiel, wenn ich eine Frau aufgrund ihrer Brüste schön finde, dann ist das nicht sexistisch, sondern dann ist das einfach ein natürlicher Drang meiner Person. Eine natürliche Reaktion, die einfach die Natur so vorgesehen hat. Ich bin da eben Mann. Und ich reagiere entsprechend auf Brüste. Und da finde ich jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes dabei. Natürliche... Uah! Sag mal, wollt ihr... Ja, ihr habt... Genau, bringt euch gegenseitig um. Puh! Ihr Schnapsnasen, Trotteln, Pimpel, blöden Hugendubels. So. So. Wie gesagt, aufgrund, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ah, toll. Ah, so macht man das gut. So macht man gute Level. Man schaut nicht auf die Uhr. Wie gesagt, aufgrund meiner natürlichen Wahrnehmung als meiner Person, als Mann, ist es selbstverständlich, dass ich einfach... So. Das heißt ja nicht, dass ich Frauen darauf reduziere. Das heißt bloß, dass mir das eben besonders auffällt und hervorsticht. Ich meine, es ist nun mal so, dass man attraktive Menschen einfach viel interessanter findet. Ob sie dann wirklich interessanter sind, das sei mal dahingestellt, aber man findet attraktive Menschen erstmal interessanter. Kirsche. Ja, was habe ich dafür jetzt eigentlich? Pistol ausgezeichnet. So, nochmal Kirsche. Genau. Das ist nun mal so, wie unsere Welt funktioniert. Das ist nicht toll, das ist nicht schön, aber so funktioniert unsere Welt. Und dann können wir uns noch so oft drüber beschweren. So sind wir gemacht. Und das ist an und für sich auch nichts Schlechtes, weil so funktioniert diese Welt schon seit Tausenden von Jahren. Ja, Tausenden von Jahren, Millionen von Jahren. Also für die Menschheit vielleicht seit Zehntausenden von Jahren. So. Ich hebe den Wasserlevel an. Ja, genau, verreckt doch. So, da drüben geht's weiter. Hui. So, habe ich jetzt einen uralten Schlüssel oder habe ich keinen? Nein, ich habe zurzeit keinen. Deswegen schwimme ich da einfach wieder raus. Und ich glaube, da gibt es auch gar nichts mehr. Oh, jetzt fängt der hier schon wieder an, ey. Alter, komm mal klar. Und bring mir ein paar Cherries mit. Wenn du eh schon unterwegs bist. Da sind keine. Schade. Da oben sind Jerrys und ich komme nicht hin. Es ist ja unglaublich. Ah, das ist so unglaublich. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich bin da so enttäuscht jetzt von. So, habe ich jetzt gemacht, damit ich da drüben weiterkomme. Genau. Oh je. Geht's sonst eigentlich weiter? Ja, aber ich trage keinen Schlüssel.
Na komm. Danke. So, warum bin ich jetzt runtergeschwommen? Oh Gott, der dreht sich schon wieder um. Feige Sau! Ja, ich offensichtlich. Mir geht's gesundheitstechnisch schon wieder nicht so gut. Aber ich habe wenigstens ein Continue, wobei das hier jetzt eigentlich eine super Position wäre, um mal zu sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und das machen wir jetzt auch. Also dann, bis zur nächsten Folge.